Hallo und herzlich willkommen bei Mumus Fashion Week. Mit dem Soli, der auf mir steht. Hallo. Und mir. Hi. Außerdem wurde ich von einem Vielfraß angegriffen, natürlich ich. Und danach wurde ich von dem Soli abgefackelt. Alter. Hallo, wer? Ich meine kein Puma. Ich bin tot. Er auch. Ja, ich muss jetzt kurz warten, bis hier alles nicht mehr brennt. Und toll, der Gegner hat Verstärkung gerufen. Guter Kolbenstart. Und sonst so, Leute, bei euch alles gut? Seid ihr gut? Ich hab keine Muni mehr. Ich hab gar keine Muni mehr. Kommt gut ins Wochenende, Leute. Ne? Ich hoffe, ihr habt euren Arbeitstag gut überstanden. Aua. Das hat auch nicht gebumst. Ne, ich bin gleich tot. Lauf. Danke. Rette mich, wer kann. Da seid ihr, ihr Ficker. Ach, scheiße. Ich bin vielleicht tot. Ich dachte, ich kann ihn mit dem Baseballschläger umbatzen, weil ich habe nicht ein bisschen Muni. Bleib hier einfach im Gebüsch liegen. Oh, ein Elite-Boy. Ich zünd dich an, Mann! Alter. Mach lieber beim Soli die Folgen, da ist spannender. Bei mir sieht man nur meine Leiche von oben. Das muss so. Dass man nicht seinen Partner zugucken kann, während man tot in der Ecke liegt. Meine Leiche ist schön von oben, danke. Wieso brennt hier alles? Oh, kann ich mir nicht erklären. Oh, ich hab ein bisschen Gewehrmuni. Ich bräuchte mal irgendwie sowas wie ein Gewehr. Ich kann jetzt zwar eine zweite Waffe tragen, hab aber keine. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir noch keine wieder gefunden. Aber merke, Gebäude verbrennen nicht, Autos schon. Der Bär rennt weg. Auch gut. Autos werden sehr effektiv in die Luft gejagt mit einem Flammer. Stimmt. Ein Raketenwerfer, der Dude hier. Komm nicht zu nah. Naja, Parkplatz entdeckt, anlegen. Bam. Ach ja, Takedown. Wie war das mit F, ne? Ja. Ah, vielleicht soll ich das auch nochmal probieren. Bevor ich mich das nächste Mal direkt auf einen... Ich hätte gerne als Sekundärwaffe den Kettenwerfer. Für Flugzeuge und so, du weißt. Ja, gerne. Sehr gerne. So, Hauptquest. Ja, Attacker finden, ne? Attacker? Attacker finden. Was für einem Land wir leben, dass wir die Musik ausschalten müssen, weil es sonst Probleme gibt. Sorry, guys. Das waren warte, unsere. Ja, warte, ich will dich. Ich brauch Hilfe! Entschuldigung, komm hoch. Ah, der andere ist ganz tot. Dem ist nicht mehr zu helfen. Das ist okay. Wie ist denn dein Spiel auf uns? Nehmen wir. Aua! Ich bin tot. Alter, was macht denn das? Sie schießt einfach alles. Das ist so nervig, ey. Oh, jetzt kann ich auch. Aha. Jetzt bin ich ja noch ganz weit weg. Das ist halt echt so nervig. Man kann nichts machen. Überall sind scheiß Gegner. Das nervt mich tierisch an dem Spiel. Das ist wirklich nicht gerade. Das habe ich bei New Dawn, habe ich das nicht so im Gefühl gehabt, dass das so schlimm oh, ist. Oh shit. Ja, RIP. Ja. Ah. Eine Straßensperre habe ich leider nicht gesehen. Er kann mich zwar eigentlich aus diesem Winkel nicht erschießen, aber das ist dem Spiel auch egal. Wie ein Stück die Straße runter? Die hat mich nämlich auch gekillt. Nee, also er saß halt hinten auf dem MG auf dem Wagen und ja. Ich saß halt quasi vorm Wagen. Das ist eigentlich nicht möglich, aber na? Das ist okay. Es ist okay.
Das muss so. Es ist alles okay. Alles ist gut. Anhalten! Wir brauchen das Fahrzeug. Stehen bleiben. Da kommt was, Vorsicht. Oh ne, die gehen. Ey, ihr Ficker, bleibt stehen. Da hat er irgendwie Vorwart genommen. Oh, nicht schon wieder ein Flugzeug. Au! Ich hab dafür gesorgt, dass die tot sind, aber ich auch. Wo bist denn du? Da. So, aber kann praktisch sein. Stand auch neben dem Auto, mich jetzt auch fast erwischt. So, Flugzeug, komm auf uns zu. Das kracht, ihr Sünder! Ich hab dich leider amüsiert. Ja, muss er schon mal sehen. Was ist jetzt schon wieder entdeckt? Mal drehen bitte. Herr und Frau Flugzeug. Ich brauch Muni! Nein! Ihr seid uns eine große Hilfe. Bitte. Oh. Ich beobachte gerade die NPCs, wie sie versuchen, mit einer Pistole durchs Autodach ein Flugzeug abzuschießen. Ich hab's gesehen. Synchron. Oh. Das war's dann wohl mit den beiden. Oh. Entschuldigung. Ach, du warst das. Oh, ich brauch andere Waffen. Warte mal, der hat was. Ich greife das Ziel jetzt an. Ficker, fahr mich um, du. Das ist ein schönes. Aua. Aua. Okay, Flugzeug, komm her. Ich bleib da mal hier liegen, ne? Ich hab halt kaum Muni. Ach, du bist tot. Ich bin gerade mit dem Auto in die Luft geflogen. Ich hab's scheinbar nicht überlebt. Ach, komm schon. Das ist einfach nur Chaos pur. Du hast einfach keine Chance gegen sowas. Mit dem Raketenwerfer zu treffen, ist leider sehr schwer. Was soll ich? Ach, sie hat ja den Flammenwerfer dabei. Ja, jetzt habe ich auch einen Flammenwerfer. Den habe ich weggeworfen. Ach so. Das ist dein Flammenwerfer. Okay. Ja. Da hatte ich ja keine Lust mehr. Es nervt so. Ganz ehrlich, das nervt einfach nicht. Die Straßensperre noch da? Nein. Aber in einem anderen Leben. Muss halt, ja. Das ist ja wie FIFA. Ich drücke und es passiert nichts. Kann ich hier irgendwas umstellen? Hängt da ein. Ich komme von oben. Alter. So ein. Mann, man trifft die nicht. Ins Brett genagelt, den sehe ich ja jetzt erst. Oh ja. Armer Kerl. Ich bin schon wieder fast tot, ey. Ich will ein Fahrzeug und dann will ich hier weg. Ich greife das Ziel jetzt an. Deine Mutter greift das Ziel an, geh weg. Ich bleib am Klo, ich bleib auf dem Klo. Keine Munition dafür. Nehmen. Nehmen. Ich mach gleich irgendwo eine Schnellreise hin, ne? Das nervt einfach. Die Muni hat man gar nicht, hat schon keine Muni mehr. Den Flammenwerfer brauche ich da oben nicht hin. So, ich mache jetzt eine Schnellreise wohin, weil das nervt echt. Wir wollen einfach nur Hauptquests weitermachen. Wir finden kein Fahrzeug und werden die ganze Zeit von MG-betriebenen Fahrzeugen und Helikoptern bearbeitet. Während wir weder Munition haben, noch ein Fahrzeug, um irgendwo hinzufahren. Ey, wie nervig. Jetzt erstmal zu dem Muni-Kauftypen, weil ich brauche Muni. Gib mir Muni. Oh, und eine Knarre am besten. Gib mir Muni. Erstmal ausrüsten, jetzt muss ich mal Waffen gucken. So eine Sniper vielleicht, aber das sind DLC-Waffen, ne? Wir wollen ja keine DLC-Waffen. Hier ist vorgestellt. Ich glaube, die vorgestellten sind die DLC-Waffen. Dann haben wir nichts. Das Prestige-Rotflinten auch. Wie kriegt man denn die anderen freigeschaltet? Hier, die zu sind gesperrt. Also hier kann. Also Pumpguns. So. Gewehre kann man schon freischalten hier. Widerstandsstufen in beliebigen Regionen, um diesen Gegenstand freizuschalten. Ich hätte halt gerne eine Snipe. Erreiche insgesamt 5 Widerstandsstufen in beliebigen Regionen.
wie macht man das? Drei Widerstandsstufen, das habe ich auch nicht so ganz. Ich dachte, wir haben jetzt schon ein bisschen was, weil wir ja hier in der Map fast fertig sind. Wir haben doch schon 3 Punkte, oder zählt das nicht? Widerstandspunkte? Wegpunkt 6. Wir können uns so komischen Gewehre holen, aber die bringen uns halt einen Scheiß. Oh, wollte ich nicht. Das ist nicht das Gewehr deines Vaters, es ist leicht und verschießt großkalibrige Geschosse. Und statt zu rauchen, dampft es. Toll. Das ist schön. Brauchst du noch oder dampfst du schon? Schleuder, Compoundbogen, Raketenwerfer. Ja, Raketenwerfer nehme ich. Den behalte ich gerne als Zweitwaffe. Weil als Mainwaffe muss ich dann halt echt dieses blöde Gewehr einfach nehmen. Hilft nichts. Aber man kann es anpassen. Ah, man kann sich Aufsätze kaufen. Das ist gut. Okay. Mann. Hm. Mit Rechtsklick kannst du dann anpassen. Oh, Moni, falsch. Da wollte ich hin. Ach, ein Rotpunktvisier. Also du musst es erstmal kaufen und dann kannst du es anpassen? Das musst du eigentlich schon haben, oder? Das ganz normale Gewehr ganz oben. Warte mal, Scharfschütze? Gewehr, hier. Ach, da ist Dings dran, ja. Genau, da Rechtsklick drauf. Ach. Und dann kannst du es anpassen. Ja, dann kannst du Geld für bezahlen. Ja, scheiß drauf. Reflexvisier, optisches Visier, Scharfschützengewehr. Gewehr. Gewehr. Taktisches Gewehr, Schalldämpfergewehr. Magazingewehr, okay. Ich pimp die jetzt erstmal, weil wir eh keine andere Waffe haben. Scheiß drauf. Weißt du, wenn wir die dann wegschmeißen, ist auch unser ganzes ausgegebenes Geld futsch, ja? Ich denke mal, wenn du die wiederholst, du hast die jetzt generell im Shop. Ach so. Möglich? Dicht modifiziert. Ich kenne mich mit Waffen nicht aus. Ich kaufe mal ein bisschen Zeug. Oh, jetzt habe ich die auch echt so. Cool. Kann man auch den Raketenwerfer modifizieren? Vielleicht mit Autolock? Autolock bei Flugzeugen? Das wäre ganz famos. Anpassen. Ein Visier. Na hier, kaufen. Wenn ich mit diesen beiden Waffen rumlaufe, dann mache ich damit jetzt einfach. Nochmal hier durch. Klar, wir wollen Skin dazu kaufen. Das muss man. Pistole kann man nochmal machen. Da haben wir mehrere Revolver. Ich glaube, da bleibe ich aber echt bei der Uzi. Oder Scorpion. Schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich hole mir sogar die Scorpion. Kostet aber 1,7. Nee, Uzi. Uzi tut's dir. Kann das Sinn macht, was ich hier tue. Aber hey. Ja. Nein, nein, nein. Dann Reflexvisier drauf. Größeres Munitionsding. Ich produziere keine Geräusche. Hässlich. So, jetzt bin ich fast pleite. Oh. Jetzt nochmal. Nein, Muni ist voll. So, das ist meine Uzi. Ach, schön. Ich hab ein Schrot mitgenommen als Zweitwaffe. Wow, sexy. Mann, Ratatat. Jetzt guck ich nochmal, ob er wirklich alles an Muni hat. Ich hab Ratatat, Schrot und komischen Revolver. Gut, dann holen wir uns noch ein Fahrzeug. Und zwar holen wir uns ein vernünftiges Fahrzeug. Fahrzeug. Ich habe Sprachfehler, lass mich in Ruhe. Das passt schon. Und den Fitwillmacher kann man auch anpassen. Ach, da kann man zum Wackelkopf, toll. Und den kannst du dir auch im Prestige-Shop freischalten, habe ich eben vorm Spielstart gesehen. Den von der Uzi habe ich, glaube ich, sogar Prestige-Shop. Das kann sein, ja. Bei alle anderen Skins haben Scheiß. Wo ist denn der Fitwillmacher? Den gespawnt. Da ist keiner gespawnt. Das Auto hier steht im Weg, ne? Wir haben auch dran zu arbeiten hier. Hier kannst du an deinem Auto schrauben hier. Dieser Tag könnte so schön sein, wenn diese verfluchten Pläne. Ich den Witwenmacher haben hier. Was zum Teufel war das?
Gegner, also. Ja, Säufer. Oh! Ist auf mir gespawnt. Zack. So. Yay. So, entscheidend vor lang. Wir müssen einen Tanker suchen. Ach, bitte nicht. Links, rechts? Ja, rechts. Doch vor mal die größere Schleife, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ich will keinen Tanker suchen. Na toll. Na toll. Komm. Na toll. Hat sich erledigt. Kein Loot für uns. Ich denke, wir müssen auch noch ein paar rote Silos plätten. Ja, oder liegt er noch für uns? Ja, eben. Das war dran denken, darauf zu achten. So. Black Horse Farm. Dirigier mich einfach. Sag ruhig lang so. Fahr mal die Hauptstraße ab, das kann schon passen. Hallo. Und schön hier. Schöne Landschaft. Schränken an den Tankern ist halt, wir dürfen die nicht kaputt machen. Und andere auch nicht. Fahren. Richtig. Das war ja bei New Dawn schon kaum möglich. Aber es war witzig. Hier ist ja noch mehr los. Oh oh. Ich glaube, hier ist Map-Ende. Hier ist Map-Ende. Wow. Achso. Ich glaube, hier ist Map-Ende. Du stehst auf einem Auto. Der Chamberlain nur voll Radantrieb. Das ist gut eingefahren. Ja, Oh Gott, ich hab's befürchtet. Ah! Das war nicht mein Plan. Ich wollte keinen Molotow ausgerüstet haben. Ja, easy. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh, Flugzeug. Allein, was soll das denn? Das ist zwar gut. Ich kann hier schlecht drehen. Aha, Flugzeug. Ja, verpiss dich, Flugzeug. Aber wie gut war das gerade? Der ist ohne sein Flugzeug gespawnt und ist aus seinem Himmel gefallen und das Flugzeug ist runtergefallen, weil er keinen Pilot mehr hatte. Ernsthaft? Ja. Dann ist das Flugzeug mit runtergeflogen. Ich markiere den Gegner. Hä, müsst ihr hier nicht rausfahren können? Da ist ein Betonklotz da unten, darum kommst du da gerade nicht weg. Boah, Alter, diese freundlichen Flugzeuge. Hab's geschafft. Sehr gut. Bin stolz auf dich. So, Flugzeug kommen. Oh, das war gerade so gut. Der ist einfach in der Luft gespawnt und ohne sein Flugzeug. Das kam jetzt kurze Zeit hinterher. Führe Luftangriff durch! Ach komm! Hast du gesehen, wie knapp das war? Nein, hab ich nicht. Bin ich mir meine ganze Munition für den Sack? Trifft sowieso nicht. Ihr habt ne Schrot, komm her, du. Ach, Flieder, Alter. Man kann die einfach nicht treffen, Ficker. Komm her, ich baller dich aus dem Leben. Nicht mit dem Wittenmacher oder so? War auch Pew Pew. Luftunterstützung unter Beschuss. Au.
Man braucht echt alles an Munition, aber wirklich alles. Steckst du wieder aus? Einen. Scheiß auf den. Ich markiere den Gegner! Ja, Mama flankiert. Hab das Ziel gesichtet. Ich steh dich auch gleich da oben. Kannst du die nur ignorieren? Die Muni hat man gar nicht dabei. Wenn man ein bisschen A mit dem Raketenwerf hat, wäre das halt ein Schuss. Hole mir das Ziel! Ist nicht so easy. Okay, dann gucken wir nochmal. Da ist scheinbar. Fahr mal dann da vorne rechts, wenn du kannst. Ja. Hat der gerade despawned hier? Eben war ja noch was. Okay, hier waren wir schon. Ich mach das schon. Okay, nix. Na klar. Du hast vielleicht. Ich treffe aber nicht in Farbe. Wen erwischt? Wenn ich ein Siegel. Oh, schön. Das überlasse ich dir mal. Du brauchst nächstes keine Muni. Jawoll, zwei noch. Folge gar nichts passiert. Doch, ich hatte eine witzige Szene. Ich nicht. Wenn ich fast bei so einem Gameplay-Fail-Kanal einsenden, wenn ich so blöd gelacht hätte. Dass wir noch nicht viel unterwegs waren. Als noch. Kann sein, dass wir ja keine Tanker finden, weil wir nach Menschen gehen. Nee. Das ist nicht die falsche Gegend. Nö. Hast du geschafft, ihn zu überfahren? Ich hab ihn auch getroffen. Er gehört zu uns. Er ist nur lebensmüde. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Die gehen nicht mal. Oh, fahr mal weiter hier rum, dann kommt der Flugzeugtypi wieder. Vielleicht finden wir da irgendwas. Oh nein. Nein, alles gut. Alles easy. Können wir hier auch noch das letzte Silber hier irgendwo finden? Dann hätten wir die Quest jetzt auch schon mal gemacht. Oh Gott, das. Sperre. Ist hier die Sperre. Hinter uns ist eine Straßensperre. Ach cool. Aber die hätten uns in Ruhe gelassen. Oh, jetzt ist sie weg. Ach, schön, wie immer alles despawnt, wenn man sich nur einmal umgedreht hat. Also gerade war hier noch eine. Okay. Du hast leider weggeguckt, jetzt ist sie weg. Kennt man. Der wegrutscht. Ich glaube, er ist tot. Ja, ich glaube auch. Bin mir nicht sicher. Hudson ist knüppelhart, aber das wird nicht reichen, um Johns Folter zu überstehen. Na dann. Woher wissen die das schon wieder alle? In Gefangenschaft kriegt man halt einiges mit. Nur am Tratschen hier, diese ganzen Leute. Und jetzt fährt einfach das Fahrzeug von dem an. Naja, also schick vom Auto gewonnen. Hier schon. Oh, keine Ahnung, ich sehe keinen LKW. Also Leute, wenn wir jetzt hier keinen Laster mehr finden, dann machen wir in der nächsten Folge einfach eine andere Quest. Und versuchen die nebenbei zu machen und wenden wir mal eins sehen. Dann immer so viele da, die ganze Zeit. Aber lass mal bloß nicht einen brauchen. Dann gibt's nämlich keine mehr. Dafür ist der Witwenmacher super. Und ich brenne. Ich auch. Au. Das stimmt schon. Ich brauch wenigstens nicht mal Muni. Hä? Sag mal, ist die Verhilfe an? Nee. Er ist wieder in Richtung Flughafen. Seed Ranch. Ich rufe mal kurz das Tier. Warum tust du sowas? Weil ich kann. Ja, weg damit.
Oh, Vorsicht! Er hat schon wieder vom Helikopter verfolgt. Ah, natürlich. Vielleicht doch lieber ein Fahrzeug mit MG hinten, dass du dann die Flugzeuge töten kannst. Töten! Töte die Flugzeuge! Können wir mal hier hoch gucken? Vielleicht? Oh. Da, siehst du? Das ist ein rotes, das letzte rote Silo. Sorry, Kühe. Entschuldigung. Du hast der Sekte einen gehörigen Dämpfer verpasst. Einen riesigen Dämpfer. Du siehst, haben wir das gleich. Kastriert. Jetzt werden sie vorsichtiger sein. Das sollte dem Widerstand das Leben leichter machen. Weiter so. Oh. Ich glaube, hier gibt's Fall. Taxi hoch abgeschlossen. Was? Deine Taten haben Konsequenzen. Wie hast denn die jetzt getötet? Ach da. Ich hab deine Freunde hier in Falls End versammelt, um für deine Sünden zu büßen. Oh oh. Ich glaube, Falls End hat Probleme. Das ist deine letzte Chance. Ja zu sagen. Ich hab was zu sagen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Die Entsühnung. Ich glaube, wir müssen zu Falls End, wa? Mir wurde berichtet, dass die Sekte die Verteidigung in alle Außenposten im ganzen County verstärkt hat. Pass bloß auf! Gesundheit. Danke, hier ist Loot. Das ist schön. Ich hab dir was zu sagen. Da ist Karte, wie es aussieht. Hier ist Lesen. Erntebefehl, na gut, den kennen wir. Achso. Den haben wir schon ein, zwei Mal gelesen. So, und irgendwer hat uns was zu sagen. Was denn? Nein. Richtig so, nein. Ja, dann ignorieren wir erstmal die Umbrums. Ah, wir haben die Regions, die Widerstandspunkte voll, deswegen gibt's jetzt Showdown in Falls End. Manchen Leuten ist nicht zu helfen. Du durchgehend geredet hast, während sie mir was erzählen möchte. Entschuldigung. Aber manchen Leuten ist halt nicht zu helfen. Dass jemand aufgewacht ist, da sagst du was. Hat, ich hab's. Ich baue Weizen an. Für immer. Tja, dann würde ich sagen, ist das eigentlich auch ein okayes Folgenende, oder? Ist immerhin etwas passiert. Da kämpft ein Bär gegen einen Bullen. Das ist auf jeden Fall spannend. Wer wird gewinnen? Schreibt's in die Kommentare. Das Ende, das Ergebnis erfahrt ihr nächstes Mal. Und sie damit gedüst. Der Bulle hat gewonnen. Du hast gespoilert. So, töten wir jetzt den Bullen? Bin leer! Gib mir Deckung! Wegen dir. Es ist dein Puma. Alles klar, Leute. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Far Cry 5. Bis dann. Danke, wiedersehen. Jesus. Tschüss.